Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Schleichfahrt von Butch Bob 42. Ich bin Butch, das ist Bob und Bob spielt jetzt weiter. Ja. So. So, wir haben Haschisch ausprobiert, wir haben mit meinem Händler eben gequatscht, was ihr nicht mitbekommen habt. Wir haben eben 40 knappe Minuten. Stunde oder so. Haben wir völlig umsonst gespielt, weil unser Aufnahmeprogramm abgekackt ist oder nicht richtig aufgenommen hat. Aber, wie gesagt, ich krieg nie genug von dem Spiel, sage ich euch ganz ehrlich. Habe ich schon gespeichert? Ich habe schon gespeichert. Ach Ja. genau, die Piraten im Gibbs Canyon. Für alle, die es nicht wissen, Verzeihung. wir spielen Schleichfahrt 1996, Blue Byte. Wir sind jetzt Azoren, an der Azoren Biskaya-Schwelle. Das finde ich auch so geil, dass sie die geografischen Sachen einfach so genau beschrieben sind und ach überhaupt. Ich mach mal ein bisschen leiser. So. Noch leiser. Noch etwas leiser. Ist das Navigationspunkt das hier, wo ich mich schon erreicht. vorbeischleichen muss, oder? Du, ich habe keine Ahnung. Ach, wir waren vorhin schon so weit. Ja. Wir waren schon fast in der nächsten Region. Und dann haben wir die Aufnahme überprüft und ja, die war Dann war dann alles Mist. für'n Arsch. Ja. Aber wir sind dabei, uns Zu verbessern. Das sind zu die verbessern. Kinderkrankheiten am Anfang. So. Genau. Die kriegen wir schon noch raus. Bei Prince of Persia hat es auch geklappt. Aber echt, und Prince of Persia ist gut geworden. Ja. Ne? Also, Ne? doch. Wer sagt jemand was anderes, oder? Also. Also, jetzt bin ich wach. Ja, Butch war vorhin schon kurz vorm Einpennen. Es war aber auch Es war verdammt spannend. anstrengend. Ich war in einer Mission kurz vorm Verrecken. Fieber übel mit und Butch ist einfach mal am Einschlafen. Was soll das? So, was soll ich machen? Ich soll hier die alle tot. Ziel verloren. Nee, warte mal, ich sollte bloß diese eine Steuereinheit kaputt machen, wa? Aufschaltung geortet. Ich glaube, Kann danach so hieß es sein. dann hier Einsatz fertig und so. Das Ding hier. Bah, bah, bah. Ach genau, das wurde von diesen übelsten Geschützen hier beschützt. Die Steuereinheit, die sogenannte. Komm, mach sie kaputt. Und dann nix mehr weg hier. Bam, bam, bam. Schade, es war doch nicht nur das. Die Gastanks im westlichen Teil. Sehr gern. Jetzt aber los. Mach ich doch glatt. Wo sind die denn? Im Westen. Ach genau, da braucht man auch nur die Steuereinheit hier kaputt machen, dann explodieren die alle nacheinander. Das ist Spart man voll sich cool. das ständige auf einen Tanken nach dem anderen ballern. Sieht auch sehr schön aus. Ja, jetzt, oh, ich muss ja aber mal ein bisschen weg. Die Panzer setzen mir ein bisschen zu. Komm, guck dir das Feuerwerk an. Ja, ich würde ja gern, doch ich schaff's nicht. Doch. Ich würde ja gern, Bam, doch ich kann's bam. nicht. Einsatz erreicht und weg. Mensch. Juhu! 87%. Vorhin habe ich ein bisschen länger gemacht. So, wer ist das hier? Diese. Doch, die hieß irgendwas mit Cross und so eine Tussi. Fantastische Arbeit, Flint. Ich habe Ferrari bereits über alles informiert. Er erwartet dich in Neopolis. Dann werde ich mich mal aufmachen. Der kann aber noch schön warten, weil wir haben ja noch genug andere Aufträge am Stecken. Nennt man das dann auch so? Am Start. Doc. Geh doch da rein. Entropoint. Erstmal zum Entropoint. Hier mit den Ingenieuren. Mit der Ingenieurin. Ach genau. Ja, bitte. Kennst du ein gutes Restaurant hier? Hier? Pah! Zu Zeiten des Settlement Days sind alle Restaurants gut, aber wahnsinnig teuer. Ganz schön was los? Sicher. Überall Delegierte der Nationen und Wachmänner wegen dem Piratenpack. So, dann die Endrauchsbeamtin. Lichtjugabad, bist du vom Reinigungsdienst? Wo denkst du hin? Sehe ich aus wie einer von der Putzkolonne? Weiß ich nicht, aber wir haben ja dieses Wanzenproblem. Die Viecher krabbeln überall rum. Yeah, das sind Helium-17-Wanzen. Sie vermehren sich besonders in den parfümierten, in dem parfümierten Atemgas der noblen Wohnviertel. Schon oft gesehen. Ja, aber da muss man doch was tun können. Ist ja ekelhaft. Sicher, ordere am besten bei der Atemgaszentrale von Entrox unparfümiertes Atemgas. Dass es hier stinkt wie bei gewöhnlichen Arbeitern. Pfui. Du kannst es dir aussuchen. Entweder die verwöhnte Wanzenplage oder Arbeiterluft. Mehr gibt's nicht zu sagen.
Ganz schön verwöhntes Pack. Ja, ist halt westliche Zivilisation, ne? Können wir uns schön dazu zählen. Was ist los? Ja, wollte ich gerade fragen. Ja, wir gehören auch dazu. Wir meckern doch auch auf hohem Niveau rum. Ist doch so. Erstmal nach Neopolis hier. Carlos. Ach genau, da müssen wir nur diesen einen Typen da. Genau ihn müssen wir nur fertig machen. Und los. Die Mission war vorhin so schnell vorbei auf einmal. Oh, ich bin irgendwo gegen geeckt und ein Torpedo jagt mich runter. Nein. Explodier und weg. Und los. Schnell, bevor mich der Torpedo erreicht. Ha! Die ging schnell, oder? Ich glaube, das könnte die schnellste Mission gewesen sein. Hast du jetzt einen Rekord aufgestellt? Ich weiß nicht. Itzhak Zay. Hallo ehrenwerter Flint, hier spricht Itzhak Zay. Im Namen meines Clans danke ich dir für den Transport des Geschmeides. Ich danke dir, Zay, für die fürstliche Belohnung. Vorhin hattest du gesagt, Geschmeide wäre ein schönes Wort. Geschmeide ist ein sehr tolles Wort. Okay. Ferrelli. Also, Ferrelli. Willkommen, Deadeye. Ich muss sagen, du imponierst mir. Was sagst du zu einem weiteren Auftrag? Ich sage ja, wenn er soll, stimmt. Dein Ruhm spricht sich schon rum. Die Föderationsregierung an sich hat sich an Mick gewandt. Das oberste Gremium? Glückwunsch, Ferrelli. Oh, danke. Aber die Lorbeeren sind allein für Dick. Die haben einen Auftrag, Flint. Wer ist Dick? Du nennst mich Dick? Ein Regierungsjob? Welcher Art? Asterix! Dicker hat er gesagt! Schau nicht so misstrauisch. Du bleibst dein eigener Chef. Und was muss ich tun? Was würdest du zu einem Auftrag sagen, der dich nach Scranagar führt? Scranagar? Scranagar. Ins Herz der Piratenfestung von Gibraltar? Heikel. Ich habe mit Admiral Peacock und General Cox gesprochen. Wir sind in der Lage, Dick dort einzuschleusen. Ich soll dort rumspionieren? Genau. Näheres wird dir General Cox sagen. Er wartet auf den Zentralplatz. Vielleicht auf den Zentralplatz? Na, wenigstens etwas. Okay, ich rede mal mit Cox. Ah, Cox. Cox einführen? Ja. General Cox. Ja, bitte! Nein, der kommt noch sehr oft in der Geschichte vor. Okay. Das hält's nicht durch. Ja, bitte! Ja, bitte! Mein Name ist Emerald Flint. Ferrelli sagt, ich soll mich an dich wenden. Aha, Flint. Ferrelli war zufrieden mit dir. Ja, er sagt, du hast einen Auftrag für mich. Natürlich. Ein guter Job für einen guten Mann. Es geht nach Scranagar zu Captain Sorrow und Konsorten. Mord, Spionage? Was soll ich tun? Von allem ein wenig. Admiral Peacock kann dir Näheres darüber sagen. Okay, ich bin dabei. Jetzt gleich? Später. Ich habe erstmal einen anderen kleinen Auftrag für dich. Wen soll ich versenken, General? General, meine ich? Vorläufig niemand. Sieh dich mal um. Was fällt dir in Neopolis besonders unangenehm auf? Dass die wärmeisolierenden Anzüge der Frauen neuerdings viel zu weit und unweiblich sind. Richtig. Aber gegen Modedesigner dürfen wir nicht mit Söldnern vorgehen. Was manchmal schade ist. Was also gibt's zu tun? Siehst du diese verdammten Mock-Jünger? Es sind immer noch Mock-Jünger. Ich sage Mock. Ich bin der General. Sie verteilen Flugblätter und versuchen reiche Bürger zu missionieren. Lovebombing nennen sie es. Ich nenne es Geldködern. Die Mock-Sekte ist ein ernstzunehmendes Wirtschaftsimperium. Zum Settlement Day kommen mehr von den Jüngern als gewöhnlich. Sie wittern Geschäfte. Mehr als das. Sie haben was vor. Der ganze Nordatlantik schwappt über. Sie haben eine gottverdammte Armada losgeschickt. Du musst sie rauskriegen. Du musst rauskriegen, was läuft. Der Atlantik schwappt über. Ja, das ist gut. Ich soll also mit denen reden, unauffällig, rauskriegen, was sie vorhaben? Exakt. Wir wissen zwar, dass sich die Avantgarde ihrer Boote von der Dänemarkstraße sammelt, aber nicht warum. Dänemarkstraße? Was zum Teufel haben die dort zu suchen? Finde es raus. Spreche mit ihnen, sie missionieren häufig in den Bars hier rum. Wir treffen uns dann wieder hier. 1500 Credits, wenn du was rausfindest. Aye, Sir. So, Leute, hier auf jeden Fall erstmal speichern. Weil... Und wir speichern jetzt mal in einem anderen Slot, sonst müssen wir den ganzen Quatsch nochmal machen, falls wieder was passiert. Ja. Neopolis. Weil dieser Auftrag hier von den Moog... Ja, von dem Moog-Jünger was rauszukriegen. Ja, aber der General hat auch Mock gesagt. Nein, sie heißen Moog. So, los. Okay. Lun, Freund. Lun, was bedeutet das?
das Licht, aus dem der große Gott Mok herabgestiegen ist, um die Erde zu ummanteln. Hey, J.R.R. Tolkien, finde ich auch toll. Du liest die Oberflächenklassiker? Nein. Ich will dir nur die Geschichte des großen Gott Mok und seines Propheten Geoffrey Fagin erzählen. Oh ja, schieß los, Pilger. Der erleuchtete Geoffrey Fagin baute vor 300 Jahren eine gewaltige Tempelfestung, nachdem ihm Mok erschienen ist. Mok sagte, dass er niederkommen wird aus Lun, um seine Kinder zu erretten und sie ins Paradies zu führen. Und wo liegt das Paradies? An der Oberfläche. Die Kinder Mok werden dorthin zurückkehren und im Licht Dol Luns der erhabenen Dimension zu spielen. Meine Güte, das ist mit Sicherheit die bescheuertste Geschichte von einem Weltuntergang, die ich je gehört habe. Du bist ein Teil des Bösen. Dein Leichnam wird dereinst das Fressen sein für die Heere der östlichen Finsternis. Jetzt wird's aber heftig. Ich will keinen Streit mit dir anfangen. Dann geh in Frieden deiner Wege. Nimm ein Flugblatt mit und wenn du Fragen hast, richte sie an mich, den Pathgalen dieses Gebiets oder an einen meiner Aldalome. Na, lass mal. Die Antworten auf meine Fragen hole ich mir lieber selber. So, das ging zum Beispiel echt schief. Verkackt. Ich weiß immer nie, welche Antworten ich geben muss. Also das ist jetzt zum Beispiel schiefgelaufen, jetzt kriegen wir die 1500 nicht. Deswegen immer speichern. Weil es gibt bei diesem Gespräch so viele tausende Möglichkeiten. Ja, manchmal wünsche ich mir auch in einem Gespräch andere Antworten gefunden zu haben. Ja, fangen wir nochmal an. Lun, Freund. Lun, was bedeutet das? Das Licht, aus dem der große Gott Mok herabgestiegen ist, um die Erde zu ummanteln. Hey, J.R.R. Tolkien finde ich auch toll. Du liest die Oberflächenklassiker. Nein, ich will dir nur die Geschichte des großen Gott Mok und seines Propheten Geoffrey Fagin erzählen. Vielen Dank, aber das scheint mir so spannend zu sein, wie der Kontinentalverschiebung zuzuschauen. Oh, die Geschichte unseres Kults ist die Geschichte der Erlösung. Verschon mich, Pilger. Ich kriege bestimmt einen Genkrampf, wenn du so weitermachst. Warum bist du so arrogant? Willst du nicht gerettet werden? Willst du mit den Millionen Heeren ertrinken und zerdrückt werden? Ich und arrogant? Ich hasse euch, scheinheilige Missionsgeile, durchgeknallte Spendeneintreiber. Nö. Du bist ein Teil des Bösen, okay, dein Leichnam mit der... Nein, wir brechen ab. Mann, kacke, ich weiß immer nicht, welche Antwort. Ich hab gesagt, nimm die andere. Ach ja? Ja! Ja! Ja, was bedeutet das? Mok befindet sich hier auf der Erde. Also, er ist inkarniert in dem göttlichen Teppich aus Algen, der alle Ozeane umspannt. Ja, das ist für die der Gott. Überleg dir das mal. Was? Du meinst, euer Mok ist die schleimige Pom-Schicht? Pfui Teufel. Oder POM-Schicht. Wieso beleidigst du unseren Gott? Er scheint mir etwas merkwürdig zu sein. Er scheint mir etwas merkwürdig zu sein. Als Eigenschicht auf jeden Fall liefert er eine Menge Stickstoff für unsere Farmanlagen. Warum bist du so arrogant? Willst du nicht gerettet werden? Willst du mit den Millionen Heeren ertrinken und zerdrückt werden? Es ist genau meine Absicht. Und ja, da labert er mich aber auch. Wir sind alle auf Wallfahrt, aber es ist eine geheime Prozession. Nur die Jünger Mox kennen ihr Ziel und ihren Grund. Wallfahrt? Wohin? Rück raus mit der Sprache. So einfach geht das nicht. Geh in Frieden deiner Wege. Nimm ein Flugblatt mit und wenn du Fragen hast, richte dich an mich und ein paar Sekunden. Blablabla. Bla. Was haben wir denn vorhin genommen? Ey, scheiße, ich weiß es nie. Deswegen speichern, Leute. Oder guckt euch das Video. Bla, Lun, ihr. Na denn, Lun. Der macht das. Also, was kann ich für dich tun, Freund? Interessierst du dich für unsere Religion? Mach das Erste. Ich interessiere mich für alles, was schräg, düster und psychedelisch, wie nennt man das? Psychedelisch. Psychedelisch? Echt? Psychedelisch. Pilger. Genau, wie ist das Shit? Unsere Religion ist die Suche nach Licht. Alle Kinder Mok werden dereinst im Glanz Dol Luns spielen. Hört sich an wie ein Märchen für Geisteskranke. Warum bist du so arrogant? Mann. Willst du nicht gerettet werden? Willst du mit den Millionen Heeren erdringen und so? Wir sind alle nur auf Wallfahrt. Was haben wir denn vorhin genommen? Da hat er irgendwas von den Heeren der östlichen Bla gelabert. Und da nicht haben zu man viel verraten. Naja, Mann, die sehen's doch sowieso bald. Ich hab fast gleich gesagt. Ja, den kannst du auch im Kino sitzen und Filme verraten. Nein, die sehen's doch sowieso gleich. Tolkien. Ich nehme mal, schieß los, Pilger. Der erleuchtete Geoffrey Fagin baute vor 300 Jahren eine gewaltige Tempelfestung, nachdem ihm Mok erschien ist. Mok sagt das. Und wo liegt das Paradies? Ah, genau, jetzt kommen wir dahin. An der Oberfläche. Die Kinder Mok werden dorthin zurückkehren, um die Lichter Dol Luns der erhabenen Dimensionen zu spielen. Jeder träumt davon, an der Oberfläche zu gehen und das Licht der Sonne sehen zu dürfen. Erzähl mir, was ihr gerade macht. Wir sind alle auf Wallfahrt, aber es ist wieder nichts. Oh, einfach so.
Kacke. Soll ich's machen? Nein. Ich meine, ich wette, ich krieg's hin. Ja, am Arsch. Ich wette mich. Ich spiel aber. Ha. Wenn ich dich was erinnern darf. Wir haben J.R.R. Tolkien genommen. Jetzt mach genau. Dann Erlösung, was bedeutet das? Erhaben, Güte, wieder. Na, dann kommen wir aber wieder dahin. Was haben wir denn vorhin anders gemacht? Wahlfahrt, bla bla. Irgendwas. Ich glaube, es gab von Anfang an andere. Nee. Na, dann probier einfach mal die zweite. Ich hab das mit J.R.R. Tolkien auf jeden Fall genommen. Nein, vielleicht hast du das nicht genommen. Schieß los. Ich frag mal, er will genau, hierher kommen. Genau. Was passiert dann? Ja, jetzt kommen wir. Er wird mit den Heeren der östlichen Finsternis kommen, alle Ungläubigen zu vernichten. Hier, das. Was zum Teufel sind die Heere der östlichen Finsternis? Es sind die Geburtswehen, Mox. Die Ungläubigen werden durch ihr Eisen sterben. Die Heere kommen von dort, wo kein Mensch seit Jahrhunderten mehr war. Und sie atmen kein Gas wie die Sterblichen, sondern flüssiges Blut. Ich glaube, das hier war's. Ja. Oder? Wow, gespenstisch. Du redest ganz sicher nicht von Joe's Bar? Pardon, kleiner Scherz, aber dort wird eben auch Flüssigkeit geatmet, falls sich mal einer dahin verwirrt. Meine Kraft ist die Kraft Mox und sein Licht wird im hohen Norden erstrahlen. Wo im Norden? In der Nähe des Pols? Du gibst doch nur wirres Gefasel von dir. Mok hat einen Teil des ewigen Eises nicht bedeckt. Dort schimmert der Schein Luns. Wir alle sind zur letzten Wallfahrt aufgebrochen, ehe Aqua vernichtet wird. Du meinst, ihr seid auf dem Weg zur Arktis, um dort Tageslicht sehen zu dürfen? Du weißt, dass dieser Teil Aquas militärisches Sperrgebiet ist? Es gibt keine Grenzen und Sperren für die Kinder Moks. Da wäre ich mir nicht so sicher. Dialogende. Oh, endlich. Geschafft. Wie viel Zeit haben wir jetzt da verschwendet? Viel zu viel. Ich kann ja mal gucken, wo wir gerade sind, zeitlich, ne? Ja? Oh, 5 Minuten haben wir noch. Okay. Quartier Beta. Ich bin Benny Spoon, Chef der Watchmen. Ich hoffe, dass dich Spencer geschickt hat. Ja, yeah, Spencer meinte, du könntest mir einen Job besorgen. Klar. Gute Männer gebrauchen. Kann gute Männer gebrauchen. Viel von dir gehört, Flint. Gute Männer gebrauchen. Danke, ich tu mein Bestes. Gut. Also einen Job habe ich. Aber bitte lass es nicht mehr. Nee. Gut, dann lass mal hören. Die Piraten machen Arbeit. Sie haben Schiffe vor Jules einstehen. Jules. Okay, ich soll da hin und das Schiff auf den Grund schicken? Genau. Einverstanden? 3,5 Mille für dich, wenn's klappt. Aye, Sir. Bin dabei. Ich sag, Mille ist immer noch Millionen. Nein. Quartier Gamma. Wie lautet das Codewort? Blind. Exakt! Wilson hat dich angekündigt. Übernimmst du einen Job? Ich übernehme jeden Job, wenn er gut bezahlt ist. Gut. Du sollst ein Versorgungszentrum der Piraten in der Nähe von Neopolis zerstören. 4000 Credits sind drin. Aye, Sir. Schon geschehen. Ba, ba, bam, ba, bam, bam. Noch irgendwas hier? Bla, bla. Ach, hier. Mit General ja. Cox. Wir wollen ja 1500. Hoffentlich hast du etwas rausgekriegt, Flint. Oh Mann, das sind vielleicht übergeschnappte Quatschköpfe. Erzähl mir mehr. Ich habe ihn so gereizt, dass er den Grund für die Wallfahrt verraten hat. Und was ist der Grund? Die Moog unternehmen eine Wallfahrt zum Polarkreis. Dort unter dem Eis können sie etwas Oberflächenlicht sehen. Das Licht steht für Loon, die Inkarnation ihres Gottes. Das Licht der Oberfläche ist also für sie ein Blick ins Paradies. Für diese Information wirst du mit 1500 Credits belohnt. Wuhu. Und was ist nun das Problem? Der nördliche Polarkreis ist ein militärisches Sperrgebiet. Die Atlantische Föderation unterhält dort einen Wach- und Entwicklungsposten. Ja, yeah, ich weiß. Die Naval Base. Genau. Es ist zu riskant, wenn die Mok etwas darüber erfahren. Was wirst du also tun? Ich fahre hoch zur Basis in der Dänemarkstraße. Dort muss ich sie abfangen. Du redest inzwischen mit Admiral Peacock. Du findest ihn in Deep Draft 2. Aye, Sir. Die Piraten warten. Das war ein Reim. Die Piraten. Ja, die Piraten warten. 23. Oder die Piraten warten. Warten oder warten? Warten. Die Piraten warten. So, können wir hier? Nein, können wir nicht. Aber Leech haben sie doch bestimmt. Wir haben nur ein Leech 1. Wie schlecht ist das hast denn? Hast du noch ein Leech? Es ist die verdammte Hauptstadt der Atlantischen Föderation. Das ist sowas wie New York oder so. Berlin. Oh nee. Weil mich auch voll ankotzt, wenn ich in Berlin wohnen würde. Ja. fahren wir mal nach Deep Draft 1. So, was haben wir hier? Nix. Irgendwie gar nichts.
Nix. Schaffen wir noch eine Mission? Klar. Dann fahren wir noch Deep Draft 2. Gibt's da irgendwas? Ja, Admiral Peacock. Licht Emerald Flint. Licht Admiral Peacock. Wir waren erfolgreich. General Cox von der Triton hat diese Mockbander verjagt. Eine hervorragende Leistung. Und nun zu dir. Bist du über den neuen Job informiert? Etwas, Sir. Was weißt du über Gibraltar? Ein Piratennest. Die haben sich dort hinter einem Schleusenkraftwerk verschanzt und halten das Mittelmeer unter Kontrolle. Richtig. Ihr Anführer Captain Sorrow hat sich in letzter Zeit zu weit vorgewagt. Ich hab's bemerkt. Was kann ich tun? Zerstöre dieses Nest. Du wirst undercover arbeiten. Ich kann doch nicht einfach aufkreuzen und anklopfen. Der Frachter Seacor ist in deiner Nähe. Du wirst dort andocken und mit Kapitän Bullock nach Gibraltar fahren. Er hat die besten Verbindungen zu Sorrow. Und wie komme ich in die Festung? Kapitän Bullock ist fast schon eine Eintrittskarte. Ansonsten erzähle ihnen Lügen. Ich sage, ich sei auf der Flucht vor dem militärischen Wachdienst von Neopolis. Gut. Das können wir mit fingierten Fahndungsmeldungen unterstützen. Wenn du drin bist, hast du folgenden Job. Du musst Captain Sorrow entführen. Koste es, was es wolle. Sonst noch was? Ja. Als Dreingabe darfst du hinterher noch das verdammte Schleusentor von Skranagar sprengen. Dafür gibst doch mal 5000. Und wenn ich einfach Sorrows Schiff abballere? Kein Schiff ist stark genug dafür. Er muss zu dir an Bord. Dann hast du ihn. Und wie komme ich dann wieder raus? Deine Sache. Der sollte es mehr als gut. 10.000 Credits für den lebenden Sorrow. Also lass dir was einfallen. Baba. Wow, das 10.000. Ist eine ganze Scheißmenge Geld. Auf jeden Fall. Wollen wir uns auch nicht durch die Lappen gehen lassen? Nein. Wie viel Zeit haben wir noch? Moment. Lass mich einen kurzen Blick werfen. Wir machen jetzt hier einen Cut und danach gehen wir auf Piratenjagd. Juhu. Juhu. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh.